Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XCOM Enemy Unknown. Ja, ich habe jetzt Dings gebaut. Psi-Labor bin ich jetzt am Bauen. Jetzt weiß ich nicht, was wir sonst machen sollen. Geld haben wir ja keins, im einen fucking Dollar. Können wir eigentlich nur weitere Missionen machen? Bin ich eigentlich am Forschen? Oh. Iterer, Elite-Mutant, Cyber-Disk-Drohne, Mutant, Berserker, Mutant, Chrysalid. Oh mein Gott. Könnt kotzen. Besatzung 18. 18 Leute. Ach, ich habe nie überhaupt bemerkt, dass da immer dabei steht, wie viele dort sind. Oh Mann. Moment. Ich wollte irgendwas jetzt machen. Was wollte ich denn jetzt machen? Na komm Leute, sag mir, was ich machen wollte. Stimmt, das ist jetzt was komplett anderes, was ich machen könnte. Die Fusionslanze dran bauen. Das war jetzt nicht unbedingt der Plan, aber ist mir auch eingefallen. Forschung. Das scheißt die. Boah. Ich sehe ein, dass es Risiken bei der Untersuchung dieser neuen Alien-Konstruktion geben könnte. Aber wir haben keine andere Wahl. Ich denke mir die ganze Zeit, warum erforsche ich gerade nichts? Warum passiert denn nichts? Ich habe einfach gegessen und irgendwann habe ich anscheinend abgebrochen, Forschung. Boah, so ein Scheiß. Wen haben wir da? Ja, der ganz normale Trupp. Der jetzt aber verändert wird. Und zwar. Du bekommst jetzt die Grüßer, den Chitinpanzer, nicht die Chrysalidenhaut. Den Chitinpanzer. Weil da waren Chrysaliden. Und ich muss irgendwen vorschicken können. Ich denke gerade, ob wir bei der wahrscheinlich schweren Mission die Chance haben, Dingens, jemanden zu fangen. Ich hätte gerne mal wieder ein Dings, Plasmagewehr. Für Delta. Nächstes Ziel, Vereinigtes Königreich. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Sieht aber ganz cool aus, die Gegend, wo wir jetzt wahrscheinlich kämpfen. In der Wüste. Ist das nicht Großbritannien? Warum die bitte so eine. Das sieht aus wie im Canyon oder was weiß ich, aber. Das ist doch nicht Großbritannien. Achso, okay. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Strike One wartet auf Befehl zum Vorrücken. Verstanden, Big Sky. Das war eine Landung, kein Absturz. Rechnen Sie mit erbittertem Widerstand. Wir stehen genau vor dem Ding. Ernsthaft? Warum haben die uns so nahe an dem Ding rauslassen können? Okay. Keine Ahnung. Positionieren wir mal alle. Und greifen wir an. Es scheint eine Art Versorgungsschiff mit enormer Frachtkapazität zu sein. Wenn die Aliens versuchen, solch riesige Mengen außerirdischer Materialien hierher zu schaffen, kann das nur heißen, dass sie ihre Invasionsbemühungen verstärken wollen. Okay. Ja, das Ding sieht echt riesig aus. Dann gebe ich noch 18 Leute an Bord. Was jetzt? Sehr viel wirkt. Ich glaube, sonst kämpfen wir nur gegen 12. Naja, 12 ist auch zu wenig. In letzter Zeit kämpfen wir noch gegen sehr viele Truppen auf einmal. Wenn ich ihn jetzt da einstelle, ist er richtig kacke gedeckt. Ah, hey, geh, ich stelle ihn einfach dahin. Ich brauche nicht unnötig Verletzte. Aber halt. Klingt unglaublich liebevoll, nett, warm, gutmütig. Ja. Delta, du möchtest doch ganz weit nach vorne. Ethera Elite Muten. Oh Mann. Ach du Scheiße. Na gut. Hier geskillt. Achso, Rauchgranaten benutze ich nie, fällt mir ein, ja. Mein Thomas. Ne, die Sicht wollte ich nicht ändern. Thomas. Ja, doch, ja doch, wir ändern die Sicht. Stellt sich hier hin. Dann könnte. Ja, ich gehe im Prinzip dahin, was jetzt eh kaum was bringt, aber ja.
Es ist möglich. Wo stehe ich Noah hin? Noah bleibt da erstmal. Keine Ahnung. Ich will gerade nichts Besseres ein. Und ich weiß, das muss irgendwie auch mal rein. Oh, ich höre schon ein Cyberdisk. Die Drohnen kommen, nicht auf die Drohnen schießen. Das sind unnötig. Ey, trifft die nicht mal. Triffst du das Ding bitte? Zumindest. Und? What the fuck, das Ding schießt schon. Den Crit könntest du bitte auch auf die Cyberdisk da machen. Wobei, die Cyberdisk lasse ich Thomas. Thomas, panzerbrechende Munition. Perfekt. Thomas, wo bist du? Thomas, komm her, Thomas, komm her. Thomas. Was, Thomas? Was? Fick das Ding so richtig. Was? Muss mich verarschen, Thomas. Bist du eigentlich behindert? Der sieht ihn aber. Ich würde am liebsten, hätte ich jetzt gespeichert und würde zurücksetzen. Einfach nur, weil das irgendwie behindert ist. Ich sehe es gerade echt nicht ein. Du hast sogar 90% Chance von dir, also mit 60%. Boah. Oh, ich krieg einen Anfall. Noah. Ach, scheiße. Noah sieht auch kommen. Ah, oh, stell dich halt da rein. Jetzt krit das Ding weg. 100% Crit, du triffst sicher. Crit es weg! Danke. Oh, wir haben irgendeine UFO-Energiequelle oder sowas beschädigt. Die können wir wieder verkaufen. Im Prinzip können die auch normale verkaufen. Die wären wahrscheinlich teurer zu verkaufen. Aber die kann man nur noch verkaufen. Somit muss ich mich nicht irgendwie... Ja, brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, dass ich irgendwas verkauft habe, was ich vielleicht brauchen hätte können. Hallo? Steuerung? What the fuck ist gerade los? Das Spiel will mich verarschen. Ja, okay. Jetzt geht's. Nee. Wiederbeleben noch nicht. Noch nicht. Aber ich merke schon, mit Titanrüstung, Plasmagewehren geht alles schon um einiges besser. Als die früher noch mit Lasergewehren anscheinend in einem eigentlich zu hohen Schwierigkeitsgrad noch gekämpft haben, war es echt knapp. Es sind auch viel mehr gestorben. Aber jetzt geht's eigentlich mit dem Plasma-Dinger. Bin ich doch recht froh. Wir müssen da nach oben irgendwie. Ja, der kann bis da hochrennen. Okay, Delta, wenn du willst. Warum ist denn hier so nass? Da auch hoch? Ne, du kannst da nicht hoch. Dann stellst du dich an die Wand. Wo sind die kleinen Drecksaliens? Ja toll, es gibt nicht eine gute Position, wo der sich gerade hinstellen kann. Das ist auch behindert. Ja, dann stell dich halt da hin. Ist mir auch scheißegal. Jetzt kann er sich auch richtig bewegen. Hallo? Was hat denn der mit der Steuerung? Wie lange der wohl hier? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es doch eben im B2-Part ziemlich angesprochen oder keine Ahnung, wenn ihr das nicht, halt nicht guckt, hole ich mir im Moment ein neues Headset. Also eigentlich nur wegen Ton. Mikrofon habe ich ja T-Bone. Ich wollte mir halt eigentlich ein 7.1 holen, jetzt habe ich mir aber erstmal, ich teste es im Prinzip, das Razer Kraken Analog, also nicht das 7.1, ich glaube, davon gibt es auch eine 7.1-Version. Sondern die normale Version soll auch vom Ton her ganz gut sein und ist auch recht erschwinglich bei Amazon. Für die Headset-Version kostet 75, aus irgendeinem Grund kann ich nicht die Kopfhörer kaufen, die 60 Euro kosten, halt ohne Mikrofon. Hätte ich mir lieber gekauft, aber es geht nicht.
Warum auch immer. Steht dann irgendwie so, kann nicht geliefert werden. Ja, wirklich Erklärung dann nicht. Dann kommt so Möglichkeiten, warum es nicht geliefert werden kann. Gefahrgut, ja, das Headset oder die Kopfhörer da sind eindeutig Gefahrgut. Nee, keine Ahnung. Will mir nicht ganz erklären, warum es mir nicht liefern kann. Das ist das erste Produkt, das ich so habe bei Amazon, das irgendwie ein Problem hat. Ja. Aber ich bin mir halt echt nicht sicher, was ich mir ansonsten an Kopfhörern holen sollte. Ich hätte halt gern eigentlich 7.1 oder 7.1, boah. Das von dem Razer Megalodon habe ich gehört, ist nicht so gut. Ich will aber auch kein USB-Ding, daher will ich auch kein Logitech unbedingt. Die Logitech sind aus irgendeinem Grund fast alle USB. Ich hätte ganz gern Klinke. Das wäre mir lieber. Ja, da habe ich mir erstmal das Razer Kraken geholt. Also so Kraken. Release the Kraken. Ja. Ich weiß nicht. Ich hätte halt gern guten Sound für Ego-Shooter. Und das Headset hier hat anscheinend schon manchmal einen Wackelkontakt, was ich jetzt habe. Ich habe im Moment nämlich das, wie heißt das, Gamecom 380. Ist 25 Euro Headset, aber eigentlich recht gut. Ist auch recht angenehm. Für den Preis eigentlich super. Bisher habe ich immer nur so billige Headsets gehabt, weil die immer irgendwann kaputt gegangen sind. Jetzt will ich halt mal ein teures für guten Sound. Und weiß aber nicht so recht, was ich da machen soll. Wäre ganz schön, wenn sie da vielleicht jemand auskennt. Preismäßig so bis 120, 30. Also ich hab mir schon überlegt, mir das Razer 7, also das Razer Kraken 7.1 kostet prinzipiell nur 100 Euro, aber nach Österreich liefern kostet 20 oder 22 Euro. Also 120 Euro habe ich erstmal lieber bei Amazon getestet, weil am Ende gefällt mir vielleicht das Razer Kraken 7.1 dann nicht und kann es wahrscheinlich nicht zurückschicken. Also nicht einfach so, weil ich sage, mir gefällt es nicht. Das geht ja fast nur bei, also ich weiß nicht, fast nur, aber bei Amazon geht das halt. Daher mache ich das gerne. Amazon ist da echt sehr nett. Ich lasse mir auch gerade praktisch meine Maus gerade umtauschen. Meine G700, weil die irgendwie schon klemmt nach einem Jahr. Ich fand sie prinzipiell gut, aber vielleicht habe ich sie auch irgendwie scheiße behandelt, weiß nicht. Und ich hätte eigentlich auch hochsprinten können. Und hier Amazon hat mir so angeboten, die Maus kostet im Moment eigentlich gerade mehr bei ihnen, so 10 Euro mehr. Er hat mir aber angeboten, genau den gleichen Preis zu zahlen, zahlen zu lassen, den ich damals gezahlt habe, was ich ziemlich cool finde von Amazon. Also die sind da echt nett. Ich glaube ja immer, dass Amazon daran spart, dass sie sich gar keine Techniker für Reparatur holen. Einfach sagen, ja, wir ersetzen Preis. Hier Erstattung. Kriegst den Preis immer zurück. Ich glaube, dadurch sparen die auch etwas, dass sie irgendwie ein Elektronikfachhandel sind, der gar keine Technik hat. Zumindest, ich glaube es irgendwie. Also ich habe noch nie die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich hätte das gerne repariert und nicht neue kaufen. Nee, kriegst du das Geld zurück. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob sonst von euch jemand das schon mal hatte. Oh, kann man die Leiter hoch? Holla, what the fuck? Ich überlege gerade, ob ich Noah da hochschicken soll. Oh. What the? Das ist jetzt aber ein bisschen buggy. Noch dazu, wo sind die? Ich will mich bewegen, hallo. Nee, mag gerade nicht. Was mache ich da? Was mache ich da? Die sind irgendwo da drüben, aber what the fuck, wo sind die? Die waren ja elendsweit weg und so haben sie sich. Die sind irgendwie getriggert worden. Hä? Sind die draußen? Nee, oder? That's strange. Das Spiel ist jetzt nicht irgendwie komplett buggy.
Komm, ich stell ihn einfach dahin. Und da sieht, trifft das uns eh nichts mit Feldposten. Was war das? Okay, da oben stehen die irgendwo. Elite Mutants. Ich würde den gern. Aber hat der einen womit schießt denn der? Ist das so ein MG? Na, scheiße, hat getroffen. Aber wenn es ein MG ist, bringt es sich nichts, ihn zu betäuben. Für seine Waffe. Ah, Drohnen. Ach, die siehst du, Delta, aber der Bild, der auf dich geschossen hat. Nee. Okay, noch ein Cyberdisk. Wo steht denn Thomas? Thomas steht irgendwo da hinten, glaube ich. Nein. What the? Hat sich das Ding gerade vorgeportet? Wo ist Thomas? Thomas ist hier. Er hat eine Chance von. Boah, 45%. Alter. Was hat's mit dem Spiel? Es wird immer mehr buggy, was Grafiken und so angeht. Ich stelle Thomas jetzt einfach mal genau daneben, neben die Cyberdisk. Willst du mich verarschen? Das Ding steht neben dir praktisch. Das ist. Ah, trifft 20 Schaden. Alter, wie sehr Schaden macht. Oh. Ups. Scheiße. Fuck. Nein, was ist? Beliebe ihn. Los. Schalten wir sie aus. Oh, wo ist er eben? Fuck die. Wo kommt die her? Oh Mann. Wiederbeleben oder nicht wiederbeleben? Ja doch. Ich glaube ich wiederbelebt. Wieder an die Arbeit. Kann ich den jetzt bewegen? Ich glaube nicht. Wie heißt das? Du müsstest da jemanden killen, bitte. Also stell dich da mal hin. Das hast du 100%. Der wird flankiert. Huch. Nee, nee, auf den da. 8 Schaden, bis zu 8 Schaden. Ich glaube, der macht dir aber eh genau einen Krusaliden. Nein, der macht sie doch nicht. Scheiße. 72%. Mit einer Pistole. 72%. Ne, das bringt sich jetzt auch nichts mehr. Am Ende macht er 0 Schaden, also im Grunde eine Pistole. Da hinstellen ist jetzt auch irgendwie scheiße. Wo ist denn Noah? Noah. Ich hab Noah da hingestellt. Ernsthaft? Wow. Doof von mir. Ja, der hat eine bessere Chance. Und ansonsten sieht er gerade eh keiner, also bringt sich das irgendwie mehr. Joa. Okay, was machst du jetzt? Eigentlich kannst du hier einen Feldposten machen, um vielleicht einen größeren Liden abzufangen. Die Drohne ist jetzt eh sinnlos, die macht jetzt vielleicht Schaden an Delta. Der Lied kommt nicht bis hierher. Und? Er trifft ihn, gut. Noch einmal treffen dann gleich. Ich weiß, das soll eigentlich einen Reflexschuss haben. Hier heißt das. Nee. Oh, ein Schaden. Hilfe. Oh, Hilfe, Hilfe. 100%, 100%. Nice. Sehr richtig nice. Nein, nicht auf den. Ich hab nicht auf den anderen. Ich hab auf den mit Low HP geschossen. X-Ray neutralisiert. Ich schieß echt auf den mit Low HP. Ach, Noah kann nochmal schießen. Mit einer niedrigeren Chance. Okay. Auch nicht schlimm. Anscheinend trifft er ja, wenn man der Animation drauf läuft. Ja, darf man. Okay. Also prinzipiell doof, aber ist jetzt auch egal. 90%. Tut dir das jetzt weh, wenn du durchs Feuer läufst? Ich hab keine Ahnung. Ach, du kannst. Oh, brennt der Boden gerade weg. Ach, die dürfen nicht durch Feuer laufen. Das können die gar nicht. Ja, okay, dann schieß einfach. Sehr gut. Selber das Ketten war. Delta kann sich auch nachher selbst heilen. Geh ich da hoch? Ich muss aber anscheinend gerade. Dann geh mal da hoch. Mal schauen, ob da oben was ist.
Fehlt nicht irgendein Mutant? Da drüben, da müsste doch ein Mutant sein, den ich noch nicht gekillt habe. Der ist weggerannt. Ach, Dings, kommst du hier vorbei? Hä? Das muss mir jetzt mal einer erklären. Ah, ich seh nix. Mir blockiert sich alles. So. Ah, da haben wir den. Unseren lieben Kollegen. 79%. Ja, komm, mach mal schnell Feuer. 64% kommen. Beide treffen. Okay, der erste daneben. Der andere. 12 kritisch. Okay, 2 Leben noch. Geht klar. Im Prinzip könnte Thomas ihn jetzt einfangen. Was ist denn das für eine Waffe, die er da hat? Ist das die gleiche, die Thomas hat? Das ist die gleiche. Wir benutzen MGs. Um schwer. Okay. Brennst du? Ach, hast du jetzt gleich Schaden, wenn du dich jetzt da reinstellst, Thomas? Ich will irgendwie nicht, dass er brennt. Ach, ich probier's mal. Testen. Wir testen mal was Neues. Ja, der muss auch irgendwann mal davon weg. Ne, Feldposten. Okay, was macht der jetzt? Rennt er weg? Ne, er kommt näher. Aktiviert Thomas Feldposten. Der trifft. Okay. Thomas, ich hoffe, du kommst jetzt echt keinen Schaden. Oh. Ach stimmt, die von davor. Ist da noch einer? Der wird anscheinend ja jetzt schon flankiert. Oh, er flankiert aber selbst. Aber er trifft nicht. Schön. Ich habe jetzt ein bisschen Glück mit nicht getroffen werden. Hä? War das jetzt? Irgendein Mutant ist ein bisschen verbuggt. So, also, der ist nicht sichtbar. Okay, der flankiert den. 79% Chance. Ja, stell dich lieber mal in Deckung, falls du dich tötest. 65. Moment. Ah, okay. 1% mehr. Bitte, bitte, bitte. Oh, warum helfen die nie? Ich bin wieder 12 kritisch. Jetzt habe ich 2 mit 2 AP. Oh, Thomas. Thomas, renn da mal bitte hin. Ich will, dass du ihn einfängst. Warum, weiß ich selber nicht, warum ich das will. Haben wir schon einen Elite-Mutant verhört? Weiß ich gar nicht. Weiß gar nicht, ob ich den jemals gefangen habe. Wen siehst du? Ach, eh den. Nee. Bleib in Deckung. Schön in Deckung bleiben. Was machst du? Du machst da drüben schön Deckung. Okay, Marcel steht hier oben. Ist relativ sinnlos, aber... Hä? Ach so. Nee. War da nicht Dings drüben? Ach nee, da ist hier Ekidi oder... Ich weiß es, ich habe keine Ahnung, wer von beiden das ist. 100% auf jeden? Ja, auf jeden. Dann auf den, der näher ist. Einfach so. Das hast du gekillt. Das ist natürlich scheiße, dass die Deckung... Ach nee, Deckung ist eigentlich gar nicht schlecht, weil die schießen ja, glaube ich, trotzdem. Den will ich. Fuck. Ich hab schon wieder mal einen Toten. Yippie. Verdammt. Das ist echt so kacke. Kill bestätigt. Wieder immer Kritte? Habe ich irgendwas geskillt, dass er wirklich immer Kritte? Ja, Killer. Mag ich einen Chrysaliden schon mal? Nee, lieber nicht. Einen Chrysaliden brauchen wir nicht verhören. Brauchen wir nicht. Nee. Diesmal war es kein Krit. Okay. Oh, jetzt ist Delta wieder tot. Fuck. Oh. Das kotzt doch einfach nur. Na komm, betäub ihn. Gute Nacht. 1,21 Gigawatt, Baby. Hört ihr das? Ah, ja, okay, wir sind noch nicht fertig. 18 Dinger sind hier doch. Ich glaube, ich bin bisher gekillt.
Hier ist noch. Ja, hier besteht noch die Chance, dass irgendwer hier drin ist. Die Chrysaliden, immer diese scheiß Wix-Chrysaliden. Das sind meine. Ja, das sind echt meine Erzfänge. Warum brennt's denn da? Das ist von hier das Feuer darüber. Huch! Oh! Ich hab ganz vergessen, stimmt. Jetzt zum Zombie. Ja, Noah kann das machen. Noah, mach mal. Feind ausgeschaltet. Ich könnte Munition gebrauchen. So. Oh, es war hinter keiner Deckung. Fuck. Jetzt müssen die aber mal alle nachgehen. Sonst habe ich ein Problem. Ja, du und deine Beute, Thomas. So verhält er sich auch in echt. Sind später immer einfach, wenn ich immer. Beute, Beute. Okay. Oh. Oh. Das ist ein normaler Mutant und ein Berserker. Okay. Das ist interessant. Okay, Reflexschuss. 6 Schaden. Bitte komm nicht zu mir hin. Bitte, bitte, bitte. Fuck. LOL! Ist er ausgewichen? Ne, er hat Schaden bekommen. Oder? Sieht gerade aus, als wäre er ausgewichen. Hallo? Moment. Ich würde das gern sehen. Doch, sieht so aus, als hätte er Schaden bekommen. Ne, Hecke, die kann das eigentlich auch selbst machen. Mit Schnellfeuer. Die steht eigentlich genau vor ihm, aber egal. Okay, 7 Schaden. Hat den getroffen? Hä? Er hat genau 1 AP. Alter. Mieser, mieser Wichser. Moment, Noah, kannst du... Alter, Noah steht auch echt am Arsch der Welt. Moment, muss ich den hier näher ran? Nee, nee, nicht wieder beleben. Schieß den weg. Und Hephaestus. Komm, Hephaestus, wo ist Hephaestus? Da ist Hephaestus. Ah, fuck. Was kannst denn du? Ich kann nur bis dahin. Kann er da eigentlich. Feuer und Bewegung, Feuer und Bewegung. Kann ich ja mal probieren. Mal schauen. Also sehen tut er ihn, okay. Was für eine Chance? 52. Oh. So gar nicht gut. Oh. Ein Schuss war nötig. Absehen. Nein, die Waffe! Sie fliegt weg. Okay. Oh nein. Da draußen sind die. Wie kommt denn der jetzt rein? Noah, hol mal bitte irgendwie auf. Ja, du kannst auch übers Dach. Mama hat Noah. Oh, Noah hat keine Munition mehr. Ich muss mit Noah mal nachladen. Oh, ein Äthera. Noah. Bitte versteck dich. Du kannst nur noch schießen. Zu wenig Munition. Aber das ist eine 100% Chance. Es geht echt um die Munition. Okay, dann versteck dich mal da. Nachladen. Und... Moment, da haben wir einen Mutant und einen Ätherer. Wie viel Leben hat ein Ätherer? Ich glaube 15. Ich würde die aber gerade eigentlich alle versammeln bei Marcel. Damit er die hochhält. Na komm. Ist Marcel noch nicht Max Level und kann noch nicht so gut heilen? Okay. Ist noch. Nicht so schön.
Noah sollte es eigentlich alleine schaffen. Wobei Thomas, wo habe ich Thomas hingestellt? Hier hin. Soll Thomas Noah helfen? Ja doch. Thomas hilft Noah. Oh, scheiße. Der hat da echt gewartet. Ich dachte, er hat sich bewegt. Fuck. Ich schick doch mal ein paar Leute nach. Es wird eine lange Verwundungszeit. Hier prasselt der Tod nieder. Das ist noch einer. Scheiße. Ich bin echt ein bisschen doof und übermütig. Oh. Jetzt auf der sieht keinen. Ah, das ist ja richtig scheiße. Okay. Sail rennt hinterher. Wir müssen gerade echt alle dorthin und doch helfen. Ja, sonst habe ich ein echtes Problem. 40%, 65%. Okay, 59%. Er trifft ihn und killt ihn. Okay, das ist gut. 15 kritisch. Moment, dann versuchen wir mal das Ganze mit Hackity auch. Dass der jetzt ihn einfach killt. Oh, er sieht ihn nicht. Warum sieht er denn nie? Fuck, der Ätherer umläuft mich gerade. Nein, nicht Thomas! Der mir echt zwei Leute, ey. Die Mission ist echt fucking hart, weil ich mich auch so dumm anstelle. Zu übermütig herumgerannt bin. Mit einzelnen. Boah, jetzt regt doch mich. Dann bitte mich nicht auf. Wo ist denn der Scheiß? Muten. Wie? Du hättest es runterwerfen sollen. Boah. Jetzt fickt mich das Spiel. Ah, da ist er. Yay. Wie ich sehe, zwei Leute. Moment. Wer ist der andere? Ah, ne, doch nicht. Okay. 10 kritisch. Wie feist das? Was mache ich denn mit dir? Wir müssen aber nur schnell rüberrennen und gegen den Ätherer zu verteidigen. Na komm, dann kill ihn mal. Sehr gut. Boah, ich hoffe, der Ätherer ist der letzte. Ich glaube, ich habe was gehört. Bin ich mal dran? Ah, ich bin dran. Okay. Oh, ich sehe nichts, wie weit der laufen kann. Das Spiel wird echt ein bisschen buggy mit der Zeit. Ah, da drüben ist der Ätherer. Okay. Heißt das, ob ich hinstellen? Eigentlich schon. Bringt sie zur Strecke. Na komm. Bitte. Okay, du siehst ihn schon mal, ja. 69%, Lieblingszahl. Go, go. Wow, wenig Schaden.
Beide mal getroffen, aber irgendwie recht wenig Schaden. Der 20 Leben. Okay, den wird jetzt praktisch fast überall hinspürten. Wenn er dahin wollen wird. Dann bringt es auch nichts. Also ich meine, man kann auch irgendwo hinspürten. Da drüben hin. Bringt sich genauso viel. Okay, wie viel Schaden? 13 bei Thomas. Oh nee, Kontrolle. Noah ist am Arsch der Welt. Es sieht ihn wieder nicht. Mann. Ich sehe hier auch nicht, ob ich hier rein kann. Also wie weit. Hier steht nichts von Spurten. Achso, das ist die Nicht-Spurten-Leiste. Oder was? Ich hoffe, das stimmt jetzt. Scheinbar. Was? Oh oh. Okay. Oh, jetzt stellst du dich bitte genau neben dem und ballerst dem echt alles in die fucking Rübe. Oh fuck. Ah, okay, gut. Wackeln das Bild so. Das ist irgendwie so ein Action, ein dramatischer Effekt. Das Bild, das Schiff wackelt. Schieße ich wieder auf den richtigen? Jetzt würde ich. Ja, okay. Boom. Und. Achso. Oh. Ja, bitte. Mission vorbei. Nee, ach doch. Oh. Scheiße, Delta und. Wer ist noch tot? Thomas. Mission war jetzt echt mies. Ging noch ewig. Können Sie mal dann beim nächsten Mal wieder etwas leichter werden? Wäre ganz schön. Ja, jetzt kannst du. Ja, ist klar. Jetzt kannst du mehr heilen. Hab ich davor gebraucht. Ja, sehr schön. Jetzt hat er mehr Leben. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. An einem lebenden Alien können wir viel mehr Experimente vornehmen als an einem toten Exemplar. Ah, okay. Brauchte ich noch. Problem ist nur der Plasmawerfer, der Schwere. Bringt mir so gut wie nichts. Ich verkaufe mal eben schnell ein paar Sachen. So. Bisschen Geld. Ja. Ansonsten. Na. Werde ich mich halt wieder dran setzen, uns neue Thomasse und Deltasse zu machen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.